Du kannst gerne, wenn du soweit bist, dein Deckel einmal anheben. Okay, okay. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, herzlich willkommen auf irgendeiner Raststation im zweitschönsten Bundesland Österreichs. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Villach, setzen uns jetzt direkt ins Auto und dann geht's weiter los. Genug mit Pause. Servus Paul, grüß dich. Servus Max, hallo, wie schaut's aus? Ja du, wir sind um 16, 13 oder was sind wir da? Wenn ihr euch noch 15 Minuten länger Zeit lasst, das wäre super. Okay, braucht's noch ein bisschen. Ja, wir dachten noch ein paar Minuten brauchen, damit das alles passt dann. Okay, ich bin gespannt. Anstatt der 130 einfach 90 fahren, dann passt das schon. Passt, ich werde es versuchen. Alles klar. Super, dann sehen wir uns gleich. Ich bin schon gespannt. Wir fahren jetzt 4 Stunden. Wir fahren jetzt von Wien 4 Stunden nach Kärnten, um was ganz, ganz Besonderes abzuholen. Es war immer nur so eine dumme Idee im Stream. Ich habe das anfangs eigentlich gar nicht so wirklich ernst genommen, aber ich fand es dann irgendwie so nice und witzig, dass ich mal so ein bisschen mich informiert habe, inwiefern sowas überhaupt möglich ist. Bin dann zu jemandem gekommen, der eine Koryphäe in diesem Fach ist, noch dazu aus Österreich, Juwelier Schützelhofer. Dort machen wir uns gerade hin auf den Weg, um dort etwas abzuholen, das in den letzten 3 Monaten von einer Idee bis zu einem fertigen Produkt jetzt Gestalt angenommen hat. Ich bin schon unfassbar gespannt, wie das dann wirklich aussehen wird. Wir fahren jetzt nochmal 1,5 Stunden oder so. Und wenn wir dann da sind, Freunde, dann melden wir uns nochmal. Let's go! Ah, und Freunde, Tabula Rasa, weiterhin available. Tabula Rasa, immer noch available. Geht in die Infobox, holt euch euer MEM Tabula Rasa Produkt. Es bleibt im Stock. Das sind die neuesten News, die ich für euch habe. Also let's go, wer noch keins hat. Jetzt kommen die Produkte nach und nach ran und alle Kunden hochzufrieden. Und wie immer sehr überrascht von allem Packaging und so weiter. Aber Freunde, nicht mehr länger quatschen, wir sehen uns dann in Kärnten. So, Freunde, Ankunft bei Juwelier Schützelhofer. Da steht schon der Paul, der hat gesagt, ich kann mich einfach da direkt davor stellen. Die Kosten für den Strafzettel übernimmt er. Servus! 1er Parkplatz, perfekt. 1er Parkplatz, genau. Super. Einen roten Teppich auch aus. Oh, ihr seid der Wahnsinn. Das gibt sich, deswegen habt ihr länger gebraucht. Alter Fuchs, wie geil ist das? Sehr, sehr nice. Sag ich doch, wenn jemand wirklich den Weg sich antut, da 3 Stunden, 4 Stunden fort, dann wenigstens mit einer schönen Begrüßung, verstehst du? Ja, Wahnsinn, ja. Sehr geil, danke dir. Danke dir. Das freut mich. So, da fühlt man sich gleich willkommen, Freunde. Fast wie wenn man Ferrari kauft, gell, dann wird alles schön vorbereitet. Genau. Wie bei den MTV Awards. Ja, wirklich, so fühle ich mich eh gerade. Na, ich bin gespannt, was da gezaubert habt. Ich habe ja noch nichts gesehen. Genau. Du hast mir keine Fotos geschickt. So ist es. Das heißt, theoretisch könnte es mir auch gar nicht gefallen, was ich aber nicht glaube. So ist es. Und dann werden wir dieses Gerät einmal austauschen. Ich gebe die Uhr nicht ab, sondern wir kaufen nur eine weitere. Jetzt für die Sommerzeit ist ja nochmal besser, weißt du? Genau. Das Handgelenk muss so gekühlt werden. So ist es. Oha, oha. Dann hätte ich gleich gesagt, ohne länger zu warten, oder? Schauen wir rein. Bitte, nach dir. Jawohl, schön habt ihr es da. Es ist ein wenig kühler natürlich als draußen. Oh, angenehm, chillig. Weil, ich merke schon das Eis. Ja. Sehr, sehr schön. Was habt ihr normalerweise so im Sortiment, außer die Uhr, die ich mir heute hole? Ah, wir haben von Breitling, Maschinen, Rado, Bruno und Söhnle. Und wir machen sonst eigentlich so auch den Großteil anderen Uhrenmarken. Ja, aber besonders bekannt seid ihr für euer Handwerk. Genau, ja, definitiv. Wir machen vielleicht zukünftig noch ein, zwei kleinere Geschichten, worauf ich noch Lust hätte, schauen wir aber mal. Und gerade was so Spezialanfertigungen angeht, seid ihr die Ikonen, oder? Hey, ich würde sagen, mindestens für das, was wir heute gemacht haben für dich. Ja. Gibt es nicht viele, die es in Österreich gibt, die es machen können zumindest. Schon eher extravagant, was wir da heute abholen, oder? Absolut, ja. Also man muss es auf jeden Fall mögen. Das ist für jeden etwas. Und vor allem bei deiner Ausführung ist es ja nochmal ein bisschen mehr als normal, sag ich jetzt einmal. Wir haben noch ein paar Extras. Du sagst das, ja. Ich bin schon mega gespannt. Also, ja, ich war ganz gechillt eigentlich, aber schon langsam werde ich nervös, sag ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt sagen, bevor wir uns länger uns auf die Folter spannen, ja. Bitte nehmt immer mal Platz. Jawohl, danke. Das ist das wilde Ding. Die Schachtel ist natürlich jetzt G-Shock-Style. Ja, Casio-Style. Das schaut jetzt nicht so spektakulär aus. Du sagst es, ja.
Aber es geht ja mehr um den Inhalt, oder? Definitiv, ja. Wir haben auch, du kannst gerne, wenn du soweit bist, den Deckel einmal anheben. Okay, okay. Oh mein Gott. Wahnsinn. Kann ich die jetzt einfach rausnehmen? Ja, sicher. Ist ja meine, ne? Ja, sicher. Ab heute offiziell deine. Wahnsinn. Ich zitter, glaube ich, sogar ein bisschen. Verständlich auf jeden Fall. Ich zitter wirklich ein bisschen. Oh mein Gott, wie sieht dieses Ding aus? Krass. Wahnsinn. Wie viele Scheine sind jetzt oben? Kannst du es ganz kurz, ich gebe mal meiner unter. Dankeschön. Es wird dir natürlich um ein, zwei Nummern wahrscheinlich noch zu groß sein. Mhm. Aber nachdem wir das natürlich jetzt nicht im Vorfeld haben klären können, schauen wir jetzt einmal, wie das Ganze ausschaut. Ja, ist schon. Fast hätte ich gesagt. Schon relativ locker. Das Spannende ist jetzt, vielleicht kommst du mal ganz kurz auf die Seite. Es steht da ja jetzt nicht G-Shock oben, sondern es steht MEM-Shock oben. Genau, ja, du sagst es. Und wir haben hinten nochmal das Anarchiezeichen von dem MEM-Shirt hier. Mit schwarzen Diamanten reingemacht. Darüber halt nochmal MEM. Und darüber nochmal MEM-Shock. Wie das glänzt, das ist ja nicht mehr normal. Wahnsinn. Wie gesagt, eigentlich die Spezialität nochmal, du hast halt wirklich an den Löchern, eigentlich hat die G-Shock normalerweise Löcher. Immer auf jedem Glied zwei Löcher pro Seite. Aber da habt ihr nochmal extra große Diamanten. Extra große eingesetzt. Steine mit extra Fassungen. Oha! Wenn man so aufs Handgelenk schaut, das ist nicht mehr. Oha, okay. Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir müssen da noch was rausgeben und zwar deutlich was rausgeben. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist seitlich hast du die Öffnungen. Ah, okay. Genau, ja. So zum Öffnen. Ist ein bisschen anders. Wir haben keine normale Casio, sondern es ist eine G-Shock, irgendein Modell. Welches haben wir da genommen? Es ist eigentlich die klassische Casio, ein bisschen modifizierter, sagen wir so. Das, mit mehreren Funktionen. Das Retro-Modell davor schaut noch ein bisschen, ist ein bisschen dünner, ein bisschen anders. Ja. Das ist einfach die neuere Version davon, mit diesen ganzen Funktionen auch natürlich. Aber wie gesagt, also ich glaube, der primäre Augenschein liegt ja wirklich auf der äußeren Seite der Uhr jetzt einmal und nicht auf die Funktionen, die sie hat. Kriegst du das überhaupt auf die Cam, wie das leuchtet? Ja. Filmen wir das ganz kurz mit dem Handy ab. Bist du narrisch, das Ding leuchtet. Crazy, crazy, crazy. Wir haben jetzt wie viele Steine? 1700. Alle per Hand gebohrt natürlich. Weißt du, das ist ja auch, muss man auch noch dazu sagen, viele denken, das wird irgendwie mit eingegossen oder das wird, weiß ich nicht wie gemacht. Ja. Das ist natürlich alles mit Hand gefasst und Hand gebohrt, die einzelnen Löcher. Ja, du hast hier VVS Diamanten, Farbe F bis G. Gibt es ja dann noch ein eigenes Zertifikat für die Steine und das ist natürlich nochmal ein extra Pluspunkt, sage ich, für die Qualität und das Ganze, was man da hat. Wiederverkaufswert ist bei so einer Uhr absolut sinnlos, weil so eine will keiner haben mit MEM. Ja, genau, das natürlich kommt auch dazu. Aber ist auch keine Uhr zum Wiederverkaufen. Keine Everyday-Uhr oder vielleicht schon. Ist auch ziemlich schwer. Genau, ja. Das kommt aber auch natürlich von den Funktionen, die du da drin hast. Das ist alles. Die schwerer als die AP. Du sagst das. Ist ja auch, wenn du sie seitlich betrachtest, ist deine AP einiges dünner. Du sagst das, ja. Okay. Welche Funktionen wie eingestellt werden, das erklärst du mir vielleicht nachher noch. Stellen wir sie jetzt mal ein auf die richtige Größe. Machen wir das, ja? Perfekt. Ja, jetzt sitzt es perfekt. Klappt. Ja, jetzt ist es perfekt. So wie die Rolex sitzt es halt eigentlich. Also wir haben gerade geredet, das. Wenn dich jemand nicht kennt, das schaut halt aus wie ein Scherz. Also als hättest du das auf Amazon bestellt. Es glaubt ja keiner, dass das echte Diamanten sind. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Das kann nicht jeder tragen, sage ich immer. Ja. Das muss man schon auch wollen, aber ich glaube, zu dir passt das sehr gut. Und halt zum Bulli natürlich auch. Stimmt, der schau, auch wir haben da Eis. Auch schon die Steine. Der Italien-Bulli hat natürlich auch ein bisschen Eis. Und dann richtig, aber ich glaube, es ist ein anderes Eis. Und weil du schon gemeint hast, nicht, dass da heißt, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, genau. Hast du sogar einen Diamantentester mitgebracht. Genau. Und wir werden einfach mal, vielleicht, was hast du gemeint, bei den großen Diamanten ist er vielleicht gespart worden. Ich glaube, das könnte man so am besten zeigen, weil das sind ja doch auch die dann wertvolleren Steine auf jeden Fall an der Uhr. Und wenn wir jetzt da zum Beispiel dann... Der ist schon ziemlich groß, gell? Oder vielleicht jetzt einfach mal irgendwo mittendrin. Ja, muss ich gut treffen, sonst... Okay. Also, wenn du das Metall triffst, ist immer blöd. Ja, klar. Weil dann tut er so piep, 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 piep machen. Wie macht er? Du machst dieses piep, piep, piep. Okay. 1700 Diamanten. Und wir haben vier Glieder rausgenommen. Was mache ich mit den vier Gliedern? Genau, das wollte ich noch fragen. Muss ich auf irgendwas Acht geben oder muss man da irgendwie besonders... Das ist wasserdicht ist hier, also es sollte alles passen. Auf der Baustelle vielleicht nicht arbeiten mit der... Okay. Oder im Garten. Schrappen. Genau. Aber im Volksgarten, wenn ich irgendwo dagegen fliege. Das sollte nichts passieren normalerweise, nur halt wie gesagt, also... Zu bei einer normalen Uhr auch.
Ja. Jetzt einfach nicht übertreiben in manchen Hinsichten, ja, okay. Dann passt das schon eigentlich. Ja, zur Not habe ich ja noch vier Glieder. Genau, zum Glück. Okay. Stimmt, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Meine Casio, die ich zu Hause habe, die habe ich nach 5-6 Jahren wieder ausgepackt. Das stimmt die Uhrzeit immer noch. Ich brauche da gar nichts mehr einstellen, nichts machen. Die lege ich einfach hin, die bleibt nicht stehen oder sonst irgendwas. Der Vorteil beim Quarzwerk, wenn du eine Batterie hast, die läuft so lange, bis die Batterie leer ist. Wie dumm kann man sein, dass man sich Automatik holen kann? Die AP habe ich jetzt seit Oktober oder so. Also da bin ich schon gespannt auf die ersten Servicekosten. Ich bin sicher. Da spare ich mir das auch wieder. Du sagst es. Lauter Vorteile, Freunde. Lauter Vorteile, wenn man gestört ist. Preislich liegen wir bei 18.000. Genau. Bezahlt man eigentlich nur die Diamanten und den Besatz, die Arbeit dahinter. Genau. Was kostet die Uhr, wenn man sie so kauft? Ja, die Uhr kostet natürlich, ich glaube, 479 Euro. Okay, was auch schon viel ist für eine Casio. Absolut, ja. Das ist eigentlich Verrückte dabei, dass du so viel Steine draufpackst auf eine Uhr, die 479 Euro kostet. Das macht es nochmal. Aber es ist auch keine normale G-Shock, sondern, wie auch hier schon steht, eine M&M-Shock. Genau, ja. Das ist... Daher der Preisunterschied. Genau. Ganz klar, Qualität kostet. Absolut. Top. Ich bin mehr als begeistert davon. Das freut mich sehr. Ich finde es wirklich sehr schön, hat sich gelohnt. Also wirklich, es ist halt gestört. Wenn ich da runterschaue, ich glaube es gar nicht. Super. Ja, super. Vielen lieben Dank dir, Paul. Gerne. Top gerne. Arbeit. Ich bin danke. Mehr als zufrieden. Super. Freunde, schaut bei Julia Schützlover vorbei. Unten in der Infobox. Ich kann nicht mal gescheit reden. Unten in der Infobox verlinkt. Danke vielmals für die Zeit, die ihr da investiert habt. War doch gerne. Eins von den aufwendigeren Projekten. Ja, es ist immer wieder schön, das Outcome zu sehen. Also nochmal beschenkt worden mit zwei feinen Weinen aus dem Hause Rothschild. Vielen lieben Dank an den Vater, natürlich. Und für euch geht's uns gut. Definitiv. Also wir danke freuen uns aufs nächste Mal. Ja, ja, ich freue mich auch schon sehr. Gute Heimreise. Dankeschön. Danke für das Besuch. Danke für alles. Wir machen uns auf den Weg zurück. Dankeschön. Macht es gut. So Freunde, jetzt geht's wieder 4 Stunden nach Hause. Ich möchte mich an der Stelle nochmal unfassbar für euren Support bedanken. Wenn ihr mich nicht so supporten würdet, wenn ihr nicht am Start wärt, wäre das alles gar nicht möglich. Deswegen ein großes Danke an der Stelle. Ich weiß das wirklich mehr als zu schätzen. MM Tabula Rasa für euch jetzt noch verfügbar und bleibt gespannt auf diesen Kanal. Es werden noch sehr viele spannende Videos kommen. Schreibt mir gerne euer Kommentar, was eure Meinung zu der Uhr ist. Ich finde sie absolut gestört und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Verlinke ich jetzt auch hier und hier ein Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Übrigens kommt auch bald wieder eine spannende Challenge. Ich weiß, Sneaker festhalten hat euch sehr gut gefallen und auch uns hat das Filmen sehr viel Spaß gemacht. Also bleibt am Start, was da jetzt noch kommt. Euer Maximilian.